Heute lernst du in weniger als 10 Minuten, wie du mit Aktien Geld verdienst. Ich zeige dir, wie du am Aktienmarkt erfolgreich sein kannst und natürlich die damit verbundenen Chancen und Risiken. Ich gebe dir auch immer meine persönliche Einschätzung und 5 hilfreiche Tipps von jemandem, der schon länger an der Börse dabei ist. Moin, ich bin der Chris und willkommen beim Finanzteleskop. Let's go! Bevor wir uns in die Details vertiefen, lass uns erst einmal klären, warum es überhaupt sinnvoll ist, in Aktien oder ETFs zu investieren. Und warum es eine ganz schlechte Idee ist, dein Geld einfach so auf dem Girokonto liegen zu lassen. Warum sollte man sein Geld denn investieren? Na, eines der größten Probleme, wenn du dein Geld einfach auf dem Girokonto parkst, ist die Inflation. Von Jahr zu Jahr verlierst du damit an Kaufkraft, weil die Preise für Waren und Dienstleistungen steigen. Dein Geld wird quasi täglich weniger wert und die heutigen Inflationsraten rennen fast so schnell wie Usain Bolt. Durch das Nicht-Investiert-Sein in Aktien verpasst du außerdem die Gelegenheit, von den Renditen des Aktienmarktes zu profitieren. Aktien haben nämlich als Anlageklasse, so über einen Zeitraum von mindestens 10 bis 20 Jahren immer gesehen, historisch bessere Renditen erzielt als alle anderen Anlageklassen. Also zum Beispiel Immobilien, Anleihen, Rohstoffe etc. Aktieninvestitionen können dir zudem helfen, deine finanziellen Ziele zu erreichen. Wie zum Beispiel den Bau eines Hauses, die Finanzierung der Bildung deiner Kinder, deine Altersvorsorge oder sogar finanzielle Freiheit. Investieren eignet sich also prima, um dich vor dem Verlust deiner Kaufkraft zu schützen und um Vermögen aufzubauen. Jetzt, nachdem wir die Bedeutung von Investieren verstanden haben, lass uns genauer darauf eingehen, wie du mit Aktien oder ETFs Geld verdienen kannst. Und hierfür beleuchten wir erstmal die entscheidenden Unterschiede zwischen kurzfristiger und langfristiger Geldanlage. Langfristiges Investieren erstreckt sich über einen langen Zeitraum, also zumindest mal mehrere Jahre, oft sogar Jahrzehnte. Und das Hauptziel beim langfristigen Investieren besteht darin, auf lange Sicht Vermögen aufzubauen, indem man zum Beispiel vom langfristigen Wachstum der Weltwirtschaft profitiert oder vom Wertzuwachs von Sachgütern zum Beispiel. Diese Strategie erfordert Geduld, Diversifikation und eine langfristige Perspektive. Und es geht hauptsächlich darum, auf die Fundamentaldaten und das nachhaltige Wachstum von Unternehmen zu setzen. Es besteht natürlich immer das Risiko, dass deine Investitionen kurz- bis mittelfristig an Wert verlieren können. Also zum Beispiel die Aktien oder ETFs, in denen du investiert bist. Aber langfristige Investitionen sind weniger riskant, da sie die Auswirkungen von kurzzeitiger Volatilität viel besser ausgleichen können. Und denk immer dran, solange du keine Aktien verkaufst, machst du auch keinen Verlust. Kurzfristiges Investieren, was man auch als Traden bezeichnet, ist eine Strategie, die auf relativ kurze Zeiträume ausgelegt ist. Also Stunden, Tage, maximal wenige Wochen. Und das Ziel beim kurzfristigen Investieren besteht darin, kurzfristige Marktschwankungen, also Volatilität, zu nutzen und dieses quasi long oder short zu traden, um dann schnelle Gewinne zu erzielen. Kurzfristige Investoren müssen Research und intensive Chartanalyse betreiben. Denn nur so können sie schnell Entscheidungen treffen und kurzfristige Chancen auch nutzen. Kurzfristiges Investieren ist oft mit höheren Risiken verbunden, da die Märkte kurzfristig sehr volatil und schwer vorherzusagen sind und Emotionen und die Börsenpsychologie eine sehr große Rolle dabei spielen. Man kann zum Beispiel in kurzer Zeit relativ viel Geld verlieren, weil man sehr viele Trades macht und sich von seinen Emotionen leiten lässt, anstatt rational zu agieren. Jetzt gebe ich dir meine Einschätzung, warum die langfristige Geldanlage besser geeignet ist für die meisten Menschen und für wen Trading dennoch in Frage kommt. Der wohl wichtigste Grund, warum ich persönlich langfristiges Investieren dem Trading vorziehe, ist das größere Potenzial für höhere Renditen. Aktienkurse und damit der Markt schwanken kurzfristig sehr stark. Aber das gleicht sich auf lange Sicht aus. Denn die Weltwirtschaft wächst stetig und damit auch die Gewinne der Unternehmen, was zu steigenden Aktienkursen und Aktienmärkten wiederum führt. Und durch das Investiertbleiben profitierst du langfristig von diesem Wachstum und der positiven Rendite und machst dir gleichzeitig den so mächtigen Zinseszinseffekt zu nutzen. Kleines Beispiel. Stell dir vor, du investierst 10.000 Euro in verschiedene Aktien. Natürlich können in einem Jahr diese 10.000 Euro nur noch 7.000 Euro wert sein. Aber wenn du nur ausreichend lang investiert bist, also mindestens sagen wir mal 10 bis 20 Jahre, hat der Markt bisher immer positive Renditen erzielt. Also, die Zeit spielt für dich. Langfristige Anleger profitieren zudem von Dividenden. Eine Dividende ist eine regelmäßige Gewinnausschüttung von Unternehmen an seine Aktionäre. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt beim langfristigen Investieren ist, dass dich kurzfristige Preisschwankungen nicht wirklich interessieren müssen.
Du musst also nicht sehr oft in dein Depot schauen oder aktiv was tun und hast daher viel weniger Zeitaufwand und deinen Kopf frei für andere Sachen, die dir Spaß machen. Langfristige Investoren haben zudem den Vorteil, dass sie sich Transaktionskosten sparen. Denn bei häufigem Umschichten im Depot, also Kauf oder Verkauf von Aktien, entstehen Gebühren. Und diese verringern auf lange Sicht deine Rendite. In einigen Ländern, zum Beispiel den USA oder Kanada, profitieren zudem Langfristinvestoren von Steuervorteilen. Weil die Gewinne aus langfristigen Investitionen mit einem geringeren Steuersatz beaufschlagt werden als von kurzfristigen Investitionen. In Deutschland gab es diese einjährige Spekulationsfrist auch einmal, aber sie wurde leider im Jahr 2008 durch die Einführung der pauschalen Abgeltungssteuer abgeschafft. Kommen wir nun zu meiner Einschätzung zum Trading, also dem kurzfristigen Investieren. Auch wenn es einige sehr, sehr erfolgreiche Trader am Markt gibt, verlieren doch weit über 97% aller Trader an der Börse Geld. Allein schon aus diesem Grund eignet sich meiner Meinung nach daher Traden nicht für die absolute Mehrheit aller Menschen. Traden erfordert übrigens einen deutlich höheren Zeitaufwand als langfristiges Investieren und Trader haben oft einen sehr hohen Adrenalinpegel. Und das führt häufig zu emotionalen Entscheidungen, Stress und mentaler Belastung. Falls du aber jemand bist, der damit gut umgehen kann, falls du jemand bist, den die Chartanalyse mit ihren Signalen, Indikatoren und Formationen begeistert und falls du jemand bist, der sich sowieso bereits privat intensiv mit dem Markt auseinandersetzt, dann steckt vielleicht ein Trader in dir. Um überhaupt mit Traden nachhaltig Geld verdienen zu können, ist neben dem erforderlichen Wissen und jahrelanger Erfahrung natürlich auch eine erprobte Trading-Strategie und, ganz wichtig, die absolute Begeisterung am Trading entscheidend. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Trading-Arten, um nur mal Day-Trading, Volumen-Trading, Swing-Trading oder Formationstrading zu nennen. Und daher gibt es auch eine große Anzahl verschiedener Trading-Strategien. Und die passende Trading-Strategie für dich solltest du zuerst einmal an drei entscheidenden Faktoren festmachen. Und zwar an deinem individuellen Ziel, deiner persönlichen Risikobereitschaft und deinem Zeithorizont. Na, was denkst du, was du für ein Anlegertyp bist? Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, auf die Glocke haust und natürlich auch über jeden Daumen hoch. Dankeschön. Jetzt habe ich für dich 5 Tipps fürs Investieren. Gerade Anfänger sollten jetzt aufpassen. Tipp 1. Keep it simple. Lass erstmal die Finger vom Trading und konzentriere dich lieber darauf, Monat für Monat eine bestimmte Summe in Einzelaktien oder ETFs zu investieren. Du kannst dafür zum Beispiel ganz einfach Aktien- oder ETF-Sparpläne benutzen. Denke mal dran, die Zeit spielt für dich. Tipp 2. Fang einfach mit dem Investieren an und warte nicht auf den nächsten Börsencrash. Denn ganz nach dem Sprichwort Time in the market beats timing the market. Lohnt es sich nicht wirklich, den Markt zu timen. Denn je länger du investiert bist, desto länger ist auch deine Ansparzeit und desto mehr profitierst du vom Zinseszins. Tipp 3. Ignoriere temporäres Marktgeschrei. Denk dafür immer an zwei wichtige Dinge. Deinen langfristigen Ansatz und die wachsende Weltwirtschaft. Denn damit kannst du ganz gelassen mit volatilen Phasen oder sogar einem Börsencrash umgehen. Volatilität gehört zur Börse einfach dazu und Emotionen sind an der Börse immer ein schlechter Ratgeber. Du solltest zum Beispiel nie aus Angst und Panik deine Aktie im Minus verkaufen. Tipp 4. Vorsicht vor zu hohen Gebühren. Investieren kannst du heutzutage sehr günstig, zum Beispiel über einen Neo-Broker oder über einen Robo-Advisor. Genau hierzu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Tipp 5. Überdenke von Zeit zu Zeit deine persönlichen Anlageziele. Du solltest zwar vermeiden, dein Aktiendepot zu oft zu checken. Für einen Langfrist-ETF-Anleger reicht zum Beispiel einmal im Monat völlig aus. Und du solltest auch deine Strategie nicht grundsätzlich in Frage stellen. Aber da sich deine Lebenssituation immer mal wieder ändern kann, solltest du deine persönlichen Ziele und auch deinen Zeithorizont immer mal abchecken. Was Dividende und Zinseszins sind und warum diese beiden einen so entscheidenden Einfluss auf unsere persönliche Rendite haben, erkläre ich dir im nächsten Video. Alle meine Videos sind übrigens keine Anlageberatung. Ich teile mit euch lediglich meine persönliche Meinung und meine Erfahrung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Chris.